Moin. Ja, meine Stimme ist noch leicht im Arsch. Ich bin gerade erst aufgestanden. Also, nicht wundern, die wird sich über das kleine Videochen noch ein bisschen verbessern. Wir müssen noch mal ganz kurz rausklappen, die Musik ein bisschen leiser machen. Erstmal 113 Abonnenten, seid ihr denn wahnsinnig? So gut bin ich denn auch wieder. Aber wir sind gestern ein paar LKWs gefahren und da wollte ich euch ganz kurz zeigen, ich werde sie nicht gleich wieder verkaufen. Im Gegenteil, werden jetzt noch ein bisschen was daran machen. Ich glaube in Hamburg. Oder was ist das hier? Das ist ja doch Hamburg. Ne, da haben wir ein paar LKWs zwischengelagert. Da werden wir uns jetzt mal ganz kurz in diesem Video um den ein oder anderen LKW kümmern. Um den Renault werden wir uns als erstes kümmern, mal gucken, was wir da rausholen können aus der Honigmelone. Ja, aus den Toastern auf vier Rädern. So, derweile raven wir. Falls es euch interessiert, wir haben übrigens bis nur kurz vor zwei gestreamt. Oder halb zwei, weiß ich nicht mehr. Bin dann aber auch tot ins Bett gefallen. Ich war seit 6 Uhr morgens wach und eigentlich sollte das komplett um die Map herumgehen. Hat dann nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Deswegen werden wir jetzt zumindest noch ein, zwei LKWs aufbauen. Ne? Dann das mal ganz kurz hier in Berlin machen. Normalerweise stehen wir irgendwo anders. Dings hier. Dann wir mal ganz kurz hier rüberfahren. Die Farbe, also die Lackierung bleibt. Ja? Aber das geht ja gar nicht, was wir hier gemacht haben. Müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen fix was ändern. So. Das lassen wir. Den müssen wir auf jeden Fall ein Stück runtersetzen, damit wir hier mal was Anständiges hinsetzen können. Ja. Hähnchen machen wir nicht ran, Spiegel können wir lassen. Zack. Schade, dass es für ein Renault nicht so viel Tuning-Teile gibt und ich spiele ohne Mods. Aufhübschen, dass da, ja, ich werde mir jetzt zu den Renault nicht allzu viel Mühe geben, weil Renault ist jetzt nicht meine Marke, allerdings sollte er auch nicht ganz so brüde aussehen. Der sollte jetzt nicht ganz so langweilig sein. Deswegen, wenn wir ein bisschen was machen an dem Teil. Fand ich doch gerade ganz gut. Können wir nämlich da oben links und rechts die Hörnchen machen. Dann hier und da Hupe. Und da machen wir Lights. Damit man uns sehen kann. Und hinten bauen wir dann nochmal eine Rundumleuchte auf. Ne? Das schaut ein bisschen aus wie Mickey Maus für Arme. So können wir das ganze Ding nehmen, bestellen. So, wir werden ihn jetzt aber auch gar nicht erst großartig testen, sondern es geht weiter im Text. Page Management. Und jetzt müssen wir nämlich wieder Hamburg auswählen. Ja, müssen wir nämlich kurz warten, für die, die es interessiert, wie viele Garagen ich habe. Ich habe einfach zu viele. Dann kann ich gerade alle nicht bewegen. So. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Dann den, den, den. So, ich glaube, dann habe ich da oben noch LKWs zu stehen. Hier sieht er, da ist nämlich auch noch einer. Den habe ich nämlich bei der Laura im Stream gefahren. Den müssen wir auch noch ganz kurz machen. Dann nehme ich die LKWs immer mal ganz kurz durchgetauscht. Aber ich werde mir jetzt auch die Tage nochmal Garagen machen, wo ich dann tatsächlich die LKWs reinstelle, die ich die ganze Zeit benutze. So, das ist der Evigo Highway. Der ist jetzt auch nicht gerade so der Sonnenschein-LKW. Man sitzt ziemlich weit unten, hat keinen großartigen Überblick über die Straße. Also man sitzt zwar ein bisschen höher als die Autos, wie ihr seht, ne, aber ist jetzt nicht so
absonderlich, das Teil. So, ich glaube, dann haben wir aber auch bis jetzt alle LKWs, die wir gefahren sind. Wir haben keinen MAN dazu geholt oder so. Ne, dann machen wir das noch schnell. Mal gucken, was man hier rausholen kann. Weiß ich überhaupt nicht. Lackierung bleibt auch. Auf jeden Fall der Seiten machen wir nicht. Angenehme Ritt. Die Namensschilder hänge ich da nicht ran, weil das habe ich eine ganze Weile immer gemacht, dass ich da Namen am LKW reingeschrieben habe. Nur der HSV, Entschuldigung. Lichter werden wir da jetzt auch nicht dranhängen. Der beschissene Livestream, den ich mir da gerade gebe mit Musik. Eigentlich mal die Türklinken können wir machen. Machen wir das so. Spiegel werden schon angebracht, wenn die auch lackiert werden. Dankeschön. Interior sieht so hässlich aus, ne? Das ist. Alter, zieht euch das mal rein, ne? Das ist ultra hässlich. Das ist so hässlich. Kann man wenigstens das Lenkrad ändern? Nee, nicht immer das Lenkrad kann man ändern. Och Mann. Ja, mehr machen wir an der Karre nicht. Oben noch ein bisschen Beleuchtung. Das ist so eine abgotthässliche Karre. Ich weiß nicht. Hässlicher wie die Nacht. Und ich mag. Oh. Die ist so abgrundtief hässlich. Ja, von mir aus können wir uns gleich noch Just for Fun einen MAN holen. Und uns einen Schwerlast-MAN bauen. Für den Mercedes habe ich mir gestern im Livestream übrigens keine Zeit genommen, den großartig aufzubauen. Den sollten wir uns auch nochmal gleich angucken. Aber weiß der Geier, wo der steht? Ja, weiß ich wirklich nicht. So, können wir machen. Der kriegt keine zusätzlichen Hupen. Hauptsache, wir werden gesehen. And see us good morning. So. Boom. Jetzt ist die Frage, wo steht dieser beschissene Mercedes? Ja, damit war eigentlich mal alles hier aufgepippt. Garagenmanagement. So, also, bevor ich jetzt noch 20 mal das Falsche klicke. In Rostock könnte er stehen. Bin ich mir, glaube ich, sogar ziemlich sicher, dass er da steht. Da steht er. Weil da wurde mir gesagt, da kann man das Interior noch ändern. So, ihr merkt, die Stimme wird langsam besser. Ich trinke sogar noch mal einen Schluck. Mal ein bisschen Öl hinterkippen. Nein, Spaß. Als ob ich mir pures Öl reinkippe. So. Ne, auch abgrundtief hässlich. Der war sogar kaputt. Komm, die 3,50 Meter packen wir jetzt noch. Nun lass mich doch mal da vorbei, Mensch. Dankeschön. Also vom Interior geht das eigentlich schon besser als dieser letzte hier, dieser Iveco Highway. Der geht ja mal vom Interior gar nicht so. Da tun wir uns erstmal einen Gefallen. So, und ne, also da geht wieder nur das hier oder das, wo ich der Meinung bin, Alter, ist das hässlich. So, Lackierung lassen wir. So.
Der kriegt aber hier so eine großen Leuchten ran. Was ich geil finde, ist hier vorne, ne, das, was man auch praktisch gesehen schieben könnte. Nur hat das SCS-Software leider noch nicht eingebaut. Was schön wäre, wenn der Stern noch leuchten würde. Die Räder lasse ich Standard. Da werde ich nichts machen. Die ändere ich entweder nur beim DAF oder beim Scania um. So, die Spiegel bitte auch lackiert. Haben wir. Hähnchen bekommt er nicht. So. Hier haben wir einen Ablagetisch. Da kann man ja Michelin-Käppchen raufpacken. So, zwei Sachen können wir raufstellen. Ja, ein Portemonnaie, was man halt nicht so sieht, ne? So, was nehmen wir denn noch? Ein Kompass. Und eine Tasse Kaffee, falls der Weg mal wieder lang dauert. Ich finde dieses Plüschkissen übrigens total süß. So. Damit haben wir dann alles gemacht. Jetzt werden wir noch schnell auf den Scania wechseln. Mit dem wir ja gestern auch gefahren sind, den wir umgebaut hatten. Der steht auch in Rostock. Steht der nicht. Das heißt, wir wechseln auf den Iveco. Und suchen mit dem dann den neuen LKW. Jetzt ein bisschen beschissen. Jetzt wird das Video unnötig lang, weil man echt den Überblick verliert. Weil wenn ihr die vermischt, dann wird echt extrem schlimm. Weil da, wo ihr den rausnimmt, stellt ihr den anderen wieder rein. Garage Management. Guck mal kurz in Hamburg. In Hamburg müssten wir einiges zu stehen haben. Wenn nicht, haben wir da oben irgendwo auch noch was zu stehen. Ah. Da ist der Scania. Und mit dem geht's heute dann im Livestream weiter. Wenn wir nachher erfahren, dann wird der noch umgebaut. Obwohl, das kann ich mit euch schnell machen. Ich will ihn vom 2-Achser auf den 3-Achser umbauen. Übrigens, Wetter in Berlin ist grau in grau. In einigen Teilen Deutschlands schneit es sogar schon, also Richtung Alpen, glaube ich, und auf dem Brocken. Aber naja, gut, ne? So, das machen wir noch fix. Ihn zu einem 3-Achser umbauen. Dann ist er nämlich ein bisschen stabiler auf der Straße. Ich komme mit dem 2-Achser nämlich nicht mehr klar. Weil den da fahre ich auch als 3-Achser, damit komme ich dann wunderbar klar. So. Reparieren. Unseren Weihnachtsmobil. Und dann da machen wir. Wendigkeit ist total gut. Ja. So. Die Musik. Das ist übrigens so ein, nur falls es euch interessiert, so ein Shuffle-Kram ist das.
So orange wie sein. Ja, dann passt das wenigstens mit hinten. Das haben wir jetzt nichts Großartiges geändert, ne? Genau. Dann machen wir hier noch die Schräubchen. Auch anpassen. Passt jetzt so ungefähr Pi mal Daumen, ne? So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Dankeschön und Ö mit Ö.